InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Am 11. November 1923 wurde in Braunarming im Gasthaus Fink die Innviertler Künstlergilde gegründet. 100 Jahre später, am 11. November 2023, fand nun in der Rieder Landesmusikschule das Fest zum 100. Geburtstag statt. Herzlich willkommen zu unserem Künstlerfest. Unser erster Dank geht an Professor Eduard Geroldinger, den Hausherrn, dafür, dass wir dieses Haus nutzen können und auch für dieses schöne Einlassen. Kultur wird überall groß geschrieben, aber natürlich im Innviertel ist die geballte Kultur zu Hause und gerade in einem Jubiläumsjahr wie das heutige 100 Jahre Innviertler Künstlergilde, da ist ein Veranstaltungsreigen, der die Kultur besonders unterstreicht. Ich war bei der Eröffnung im Schlossmuseum im Februar schon dabei. Ich mache jetzt beim Festakt heute auch einen Teil davon und es zeigt, wie die Innviertler Künstlergilde einen Fixpunkt im Leben des Kulturreigens sozusagen im Innviertel bietet und ich nehme mit, dass 100 Jahre zu feiern einiges aufbieten kann. Ich freue mich schon auf die nächsten 100 Jahre Innviertler Künstlergilde. Aufmerksamen Kunstfreunden und auch der Öffentlichkeit dürften die vielen Veranstaltungen im ganzen Innviertel nicht entgangen sein. Schon der Auftakt im Februar dieses Jahres mit einer viel bestaunten und bestens besuchten Ausstellung im Linzer Schlossmuseum zeigt die schöpferische Leistungskraft der Künstlerinnen und Künstler des Innviertels auf. Der 11.11. wird ja in den europäischen Regionen als Faschingsbeginn zelebriert. So hatten sich auch eine Schar von Vorstandsmitgliedern der IKG zum Einzug in das LMS-Gebäude verkleidet. Die große Schar an anwesender Festprominenz, angeführt von Landeshauptmann Thomas Stelzer, bekam ein vielseitiges Programm auf verschiedenen Ebenen präsentiert. Unsere Interviews zeigen einen Querschnitt der Stimmung zum großartigen Jubiläumsfest. Herr Landeshauptmann, das Innviertel feiert, Kunst steht ganz im Mittelpunkt dieses Jahres. Es ist ein Genuss. Es ist aber auch sehr wertzuschätzen, dass die Künstlergilde 100 Jahre feiert. Gemeinschaft von Künstlerinnen und Künstlern, auch ganz viel Angebot zur Auseinandersetzung, auch zur Stärkung, zur Freude für uns. Und es ist sehr bemerkenswert, immerhin die älteste Künstlergemeinschaft, Künstlergilde in ganz Österreich. Ich fahre gern ins Innviertel. Sind immer ganz spannende, aber auch bereichernde Begegnungen. Mir ist ein klares Wort, auch wenn es vielleicht manches Mal direkt oder forsch ist, sehr, sehr recht, weil da weiß man immer, wo man dran ist. Aber man sieht eben auch, wie viel Kreativität dadurch im Innviertel freigesetzt wird. Das kommt gerade bei der Künstlergilde zum Ausdruck und diese Stärke nehme ich gern wieder mit von hier. Die Künstlergilde geht auch mit der Vergangenheit sehr offen um. Ja, wenn man 100 Jahre zurückblickt, dann weiß man ja, welch schwierige, dunkle Phasen unter Geschichte auch da drinnen sind und dass die Künstlergilde eben auch offen mit schwierigen Phasen der Geschichte umgeht, die nicht ausblendet oder darüber hinweggeht. Das ist, glaube ich, genau der richtige Umgang mit der gesamten Geschichte und dafür drücke ich auch meinen Respekt aus. Wie kommt man sich vor, wenn man importiert ist und ganz groß herausgekommen ist, so wie hier in Ihrem Vortrag hier bei der Innviertler Künstlergilde? Ja, ich bin ja doppelt importiert. Ich bin ja von Deutschland, vom äußersten Westen nach Wien und von Wien ins Innviertel importiert. Das ist im Grunde genommen, ist es eigentlich wunderbar. Also eine Person mit Migrationshintergrund, die überall mit offenen Armen empfangen worden ist. Das ist also wunderbar. Aber genau dieser Karneval, dieses Ausbrechen ist auch manchmal möglich. Sonst ist es wie ein Drucktopf, der eine Person, die Person zum Zerreißen bringt. Also was ich eben sagte mit der fünften Jahreszeit im Rheinland, die funktionieren eh das ganze Jahr. Das ist halt nur im Karneval. Es ist die Ausnahme. Der Ausnahmezustand, der auch einiges möglich macht. Es hängt natürlich auch mit dieser Grenzlage zusammen. Also mit diesem einen Kulturraum zu sein, aber dann auch künstlich getrennt worden zu sein und jetzt doch irgendwie zusammenzugehören und nicht zusammenzugehören. Ich kenne es, wie gesagt, aus dem Rheinland auch. Mit den Niederlanden ist es das Gleiche in Grün eigentlich. Ne? Man spricht die gleiche Sprache, aber verschiedene Nationen. Auch mit verschiedenen Attributen, mit verschiedenen Vorurteilen ist alles verbunden. Aber im Grunde ist es alles eine große Familie. Ein riesiges Highlight und wir sind sehr, sehr stolz, dass nach der Gründung in Braunau vor 100 Jahren jetzt die Künstlergilde bei uns am Kirchenplatz beheimatet ist. Wir sind sehr, sehr stolz auf diese Vereinigung
und man muss sagen, sowas ist Österreich einzigartig und das gehört zelebriert und gefeiert. Die österreichische Heimatstadt der Schwandaler, schon aus dem 16., 17. Jahrhundert herauf, bis hin zu Größen, die hier gelebt und gewerkt haben, ist dieses Ried, ist dieses Innviertel immer sehr kunstbeflissen gewesen. So scheint's. Und die wirtschaftliche Stärke und die künstlerische Stärke befruchtet sich gegenseitig. Und deswegen steht das Innviertel so gut da, wie es eben jetzt dasteht. Wie sieht es heute aus? Wie wird die Bildung für Kunst, für Kultur vorangetrieben in einer Stadtgemeinde? Ja, da ist Ried auch prädestiniert. Wir sind Schulstadt und egal, welche Schulen man aufzählen will, Gymnasium, Borg, mit den musischen Zweigen und künstlerischen Zweigen, also das ist die Ausbildung, ist hier hervorragend und wir sind sehr, sehr stolz, hier diese Schulstadt und Schulstadt zu sein. Braunau ist ja eigentlich der Geburtsort, die Geburtsstadt dieser Innviertler Künstlergilde. Wie blickt man da nach Ried? Einfach freundschaftlich. Ich glaube, es ist, geht gar nicht darum, wo jetzt was ist, sondern ich glaube, es geht darum, dass wir im Innviertel einfach eine Region haben, die wirklich in den letzten 100 Jahren sehr viel im Kunstbereich vorangebracht hat und ist ein guter Boden, wie man sieht. Und wenn man heute gehört hat, in den letzten 100 Jahren waren 450 Männer und Frauen und Männer Mitglied bei der Innviertler Künstlergilde und waren Gildenmeisterinnen und Gildenmeister. Und das ist sehr, sehr beeindruckend. Und die Innviertler Künstlergilde wirkt weit über die Region hinaus. Und ich glaube, das ist einfach ein Aushängezeichen, was den Kunstbereich betrifft. Herr Architekt Baubück, heute 11.11., der Tag, der Jahrhunderttag für die Innviertler Künstlergilde. Es ist gut gelaufen, aber das geht nur mit einem guten Team. Ja, das ist richtig. Und ich darf mich ganz herzlich bei diesem Team bedanken. Es war ja ein wesentliches Ziel dieser Aktion der 100-Jahr-Feier und der Jubiläen, dass die Gilde in sich mehr zusammenwächst, die Mitglieder wieder intensiver zusammenarbeiten und das ist einfach etwas, was uns absolut gelungen ist. Also ein Prosit auf die nächsten 100 Jahre. Ja, ich stoße gern darauf an. Klaus Zeugner, erstes Jahr als Vorsitzender der Innviertler Künstlergilde und gleich ein Jahrhundertjubiläum. Ja, ich selber bin noch nicht 100 Jahre alt, wesentlich jünger, aber auch nicht so viel. Das war natürlich ein Zufall, dass die 100 Jahre heuer sind und ich da Vorsitzender geworden bin. War natürlich sehr, sehr fordernd, aber ich habe ein fantastisches Team an meiner Seite. Ist alles gelaufen, so wie geplant? Die allererste Ausstellung, die Mandelsloh-Ausstellung, war ja nicht so, wie es geplant war, aber alle anderen sind dann wunderbar gelaufen, mit vielen Besuchern. Die Öffentlichkeit hat darüber gesprochen, hat darüber berichtet. Wie wirkt sich das auf die Zukunft der Innviertler Künstlergilde aus, so ein Jubiläum so zu begehen? Also ich glaube, dass wir sogar einen Zuwachs an Mitgliedern haben werden und vor allem an Interessenten. Also es gibt ganz, ganz viele Interessenten, die informiert werden möchten, wenn es Veranstaltungen gibt. Also dadurch werden wir viel, viel mehr Besucher haben, nicht nur bei den Vernissagen, da haben wir schon viel, aber auch bei den Sonderveranstaltungen, wo es um Qualität geht. Das heißt, die IKG hat sich auch geöffnet? Auf alle Fälle geöffnet, auch gegenüber anderen Künstlern. Also es müssen nicht mehr nur IKG-Künstler bei einer Ausstellung sein, es können auch dann Gäste dabei sein. Was wird im Jahr 101 sein? Im nächsten Jahr werden wir ebenfalls wieder an Veranstaltungen und Ausstellungen basteln und schon vorbereiten. Allerdings werden wir nicht mehr, in der Quantität werden wir ein bisschen zurückschrauben müssen, aber es werden immerhin 11 Ausstellungen werden. Das heurige Jahr, vor allem das ganze Jahr, war eine große Herausforderung für die Innviertler Künstlergilde. Und auch mit großen Ausgaben und finanziellen Risiko verbunden. Wir haben das nur abwickeln können, indem wir eine Reihe von Sponsoren finden konnten, die uns unterstützt haben und ganz wesentlich dazu beigetragen haben, die unsere Hauptsponsoren, die Sie hier auf der Tafel sehen. Am 23. November wurde schließlich die IKG-Ausstellung in Memoriam eröffnet. Sie ehrt und widmet sich den beiden leider viel zu früh verstorbenen Vorsitzenden der IKG, Meinrad Meierhofer und Walter Holzinger.
Diese Ausstellung ist noch bis 27. Dezember im Gildenraum am Kirchenplatz zu sehen. Daneben im Innviertler Museum Volkskundehaus werden bis 27. Jänner Weihnachtsmotive und Neujahrswünsche von IKG-Mitgliedern gezeigt.